Hallo meine Lieben, ich bin die Walle und es gibt wieder ein neues Video von mir. Und zwar geht es heute darum, dass man in der heutigen Zeit gar nicht mehr wirklich weiß, wann jemand eigentlich nur nett ist und wann jemand eigentlich flirten möchte. Hier gibt es bei mir ein paar Beispiele, wann man nett ist und wann man flirtet. Ja, bestimmt können wir uns mal treffen. Hier, ich gebe dir einfach mein Facebook und dann schreibst du mich einfach an und wir können uns mal was ausmachen, okay? Du willst mal was machen? Ja, gar kein Problem. Ich gebe dir einfach meine Nummer und dann kann ich dir auch meine Adresse schicken, meine Sozialversicherungsnummer, meine Kleidergröße, meine Schuhgröße. Und damit wir ganz sicher gehen, gebe ich dir auch die Nummer von meiner Mama, damit du mich auch wirklich erreichen kannst. Ich freue mich schon. Ob ich das Wochenende ins Kino gehen will? Ja, welcher Film denn? Ja, der ist bestimmt richtig gut. Ja, den möchte ich gern sehen. Wer kommt denn noch alle mit? Oh, Kino das Wochenende. Ja, das klingt gut. Welchen Film möchtest du denn sehen? Oh, ja, den will ich eh schon die ganze Zeit sehen. Der ist ja schon voll lang im Kino. Und nachher könnten wir ja auch noch was trinken gehen oder so, wenn du möchtest. Also wenn du dich zwischen dem blauen und dem grünen T-Shirt entscheiden willst, ich würde lieber das blaue nehmen. Das passt dir besser, ja? Kauf lieber das blaue. Wenn du dich zwischen den zwei T-Shirts entscheiden müsstest, also ehrlich gesagt, schaust du ohne T-Shirt am allerbesten aus. Aber das ist nur meine Meinung. Also ich gehe gern trainieren. Ja, du auch? Cool. Essen tust du auch gerne? Wahnsinn, das sind echt viele Gemeinsamkeiten. Was? Du schläfst sogar gerne? Stimmt, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir werden sicher gute Freunde. Bestimmt. Was? Dein Lieblingsgetränk ist auch Wasser? Das ist ja total untypisch. Ich glaube, wir sind Seelenverwandte. Ich meine, das kann kein Zufall sein. Wir gehören einfach zusammen. Ganz sicher. Ganz sicher. Hey, du gehst trainieren, oder? Sieht man, sieht gut aus. Solltest du weitermachen. Du gehst trainieren, oder? Darf ich mal anfassen? Ist sicher ganz hart. So, meine Lieben, das war das Video. Das waren meine Beispiele dazu. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ein klein wenig übertrieben wurde. Ja, also so viel dazu, dass man heutzutage nicht mehr so gut erkennen kann, was was ist. Aber vielleicht helfen euch diese Beispiele ja. Auch wenn sie möglicherweise in echt nicht so vorkommen werden. Ich hatte Spaß beim Drehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme und wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mir ein liebes Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag und was auch immer. Und bis zum nächsten Video. Tschüss! Also ja, die letzten Also wenn du dich zwischen den zwei... Ach, warum schaue ich runter? Also ich glaube, ich schaue schon wieder runter. Zwei T-Shirts und zwei... Nein! Hey, ja, Kino am Wochenende ist eine prima Idee. Prima? Nein! Achso, nein, ich wollte vorher was anderes machen. Warte, so, du musst dann. Sicher ganz hart. Warte. Warte, ich muss ruhig sein. Ey, Bruder, gehst du trainieren? Psst! Psst! Du darfst nicht lachen. Ja, ich glaube, das war gut. War das gut? Scheiße, der Akku! Nein, ich darf dich nicht anfassen, ich bin nett.